Olivera Ćirković ist erfolgreich, berühmt und privilegiert, als sie in die Kriminalität abrutscht. Sie selbst stellt sich gern als Meisterdiebin ohne Opfer dar, als Gentleman-Kriminelle. Welche absurde Bezeichnung. Ich spreche mit Opfern, mit Sicherheitsexperten, Psychologen, einer Verhandlungs- und Verhaltensexpertin und mit ihrem Sohn. Um hinter die Fassade einer Frau zu blicken, die mehr als nur ein Gesicht hat. Mein Name ist Olivera Ćirković. Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin eine ehemalige Profi-Basketballerin und nach 20 Jahren Sportkarriere wurde ich Mitglied der internationalen Verbrecherbande der Pink Panther. Ein harmlos klingender Name für ein Netzwerk weltweit agierender Krimineller. Überall da, wo es hochpreisige Juwelierläden gibt, sind die Pink Panther nicht weit. Die Schäden, die sie verursachen, summieren sich auf mehrere hundert Millionen Euro. Brutal und blitzschnell schlagen sie zu. Nur selten bekommen die Ermittler einen Pink Panther zu fassen. Recherché par Interpol, les Pink Panthers. De la organización criminal Pink Panther. Police arresting five suspected members of the notorious Pink Panther Gang. Die Pink Panther halten Polizei und Juweliere weltweit in Atem. Die meisten Überfälle finden in Europa statt. Auch Deutschland wird später zu ihrem Operationsgebiet. Was treibt Olivera Ćirković an? Ist es Gier, die Faszination des Bösen oder der Nervenkitzel? Sobald du mit dem Auto ein Schaufenster rammst, von diesem Moment an hast du den Alarm aktiviert. Aber in einem solchen Moment ist der Alarm unbedeutend. Dieses Zerschmettern von Glas, den Einschlag, hört man ganz deutlich. In diesem Moment startet eine filmreife Szene. Unrealistisch, dreist, laut und stürmisch. Und am Ende kommen maskierte Personen raus, die sich wie Soldaten, wie Krieger verhalten. Psychiaterin Dr. Nala Saimeh erstellt seit mehr als 20 Jahren forensische Gutachten über Schwerstkriminelle. Sie analysiert die Psyche und das Vorgehen der TäterInnen. Auch wenn sie professionelle Raubdelikte begehen, dann dürfen sie nicht impulsiv sein, sonst entgleitet ihnen ja die Situation. Sie müssen eine hohe soziale Dominanz zeigen können und sie müssen andere Leute in Schach halten können. Sie müssen andere Leute so ängstigen können, dass sie ihren Befehlen gehorchen. Diamonds are forever. Ich wurde für 116 Überfälle auf Juweliergeschäfte verantwortlich gemacht. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Jobs es waren. Unendlich viele. Wir reden von hunderten Millionen von Euro. Ich habe nie an mir gezweifelt. Niemals. Bis zum Jahr 2006, wo es aufgehört hat zu funktionieren. Das ist der Moment, wo ich zum ersten Mal ins Gefängnis gehe, in dem ich dann zu einer professionellen Kriminellen werde. Erst als sie ins Gefängnis muss, wird sie zur professionellen Kriminellen? Das klingt nach Schuld, haben immer die anderen. Ich will die heute 52-Jährige treffen. Nach diversen Haftstrafen ist sie in ihre Heimat Belgrad zurückgekehrt. Dorthin geht mein Flug. Olivera Ćirković. Eine Meisterin der Selbstdarstellung. Ich bin diszipliniert. Ich bin in der Lage, viel zu ertragen. Wie denkt sie heute über sich und ihre Verbrechen? Wie konnte aus einer Profisportlerin eine europaweit gesuchte Kriminelle werden? Das Gute in mir haben meine Eltern und meine Trainer aufgebaut. Sie haben meinen Charakter aufgebaut, der diszipliniert und ungebrochen ist. Alles Schlechte an mir habe ich selbst zu verantworten. Ich treffe die Meisterdiebin, wie sie in den Medien genannt wird, in einem Nobelrestaurant mitten in Belgrad. Hier hat sie mit ihren Komplizen tagelang gesessen und vor aller Augen den nächsten Raubüberfall geplant. Ich habe viel über diese Frau gelesen, auch in ihrem Buch, das sie über ihre Vergangenheit geschrieben hat. Es gleicht mehr einer Heldengeschichte als einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Und genau das gilt es zu hinterfragen. Guten Tag. Dobar dan.
Was ist das für ein Gefühl, nach all den Jahren wieder in dem Restaurant zu sitzen, in dem Sie einen Teil Ihrer Verbrechen geplant haben? Drei Viertel der Kellner hier kennen mich. Und das schon seit 15, 20 Jahren. Niemand hat mich je darauf angesprochen, was ich gemacht habe. Aber jeder wusste aus den Zeitungen, dass ich aus dem Knast ausgebrochen bin. Trotzdem haben sie einen gewissen Respekt vor mir. Und wenn mich jemand anspricht, dann als Ex-Profisportlerin, nicht als Mitglied der Pink Panther. Das ist ja das Interessante an Ihnen. Sie waren ja wirklich eine sehr erfolgreiche Sportlerin in dem bekanntesten Basketballverein des Landes und gleichzeitig auch die bekannteste Juwelin, Diebin. Der Wechsel vom Sport zur Kriminalität ist inakzeptabel. Aber wer mich und meinen Charakter kennt, könnte das sogar irgendwie nachvollziehen. Das Kapitel Basketball beginnt für Olivera Djokovic in den 80er Jahren. Noch existiert der Vielvölkerstaat Jugoslawien mit der Hauptstadt Belgrad. Olivera ist ein Teenager. 1982 ist sie 12 Jahre alt und nimmt an einem Probetraining von Roter Stern Belgrad teil, dem erfolgreichsten Verein des Landes. Ihr Trainer damals? Zoran Kovacic. Ihm fällt die junge Olivera sofort auf und das nicht nur wegen ihres Ballgefühls. Das war schon eine eigenartige Erscheinung. Als sie auf den Platz kam, dachte ich, sie fällt gleich auseinander. Ein Bein in die Richtung, das andere in die andere. Die Arme machten auch, was sie wollten. Und ich sehe aus wie Olivia von Popeye. Dünn, nur Beine und Arme und einen kurzen Oberkörper. Und der Trainer, der sehr erfahren war, sprach davon, dass ich der nächste Basketballstar werde. Sie wird unsere zukünftige Basketballerin. Ich kehre mit Olivera in die Sporthalle zurück, in der ihre große Basketballkarriere begann. Und wir begeben uns auf eine Reise in die Zeit, als schon erkennbar war, dass sie noch ganz andere Fähigkeiten hat. Sie lernte schnell. Sie hatte sonst nicht die besten Voraussetzungen, aber sie hatte einen Basketballverstand, der seinesgleichen sucht. Mit dem Kopf arbeiten, das hat Olja sehr schnell verstanden. Ich sage Ihnen eine Sache. Olivera ist innerhalb von einem Monat die Leaderin und Führerin ihres Teams geworden. Sie ist dabei nicht aufdringlich oder lästig, aber sie hat etwas in sich, das die anderen Spielerinnen angezogen hat. Die junge Olivera, Tochter eines Beamten und einer Hausfrau, als geborene Anführerin. Dieser Wesenszug wird ja auch später noch nützlich sein. Doch zunächst sammelt sie Titel und Preise. Und dann fängt man an, groß zu träumen. Schaut auf zu den Frauen, die in der Nationalmannschaft spielen. Sie werden zu Idolen. Und man träumt davon, so zu leben und zu spielen wie sie. Ihr Ehrgeiz ist groß, damals und bis heute. Wie ist Olivera aufgewachsen? Manchmal ist eine schwierige Kindheit der Anfang einer kriminellen Laufbahn. Manchmal aber auch das Gegenteil, eine überbehütete. Meine Kindheit war schön. Ich bin in der Zeit des alten Jugoslawiens aufgewachsen. Sicherlich, es war ein kommunistisches Land, aber das Einzige, das offen war. Und das war ein schönes Aufwachsen. Meine Eltern waren toll. Das bedeutet, dass sie mir sehr viel Liebe gegeben haben, mir sehr viel Vertrauen geschenkt haben. Sie haben mich selbstsicher erzogen. Besonders mein Vater war da eine große Unterstützung. Er sagte immer, meine Olja kann alles. Dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Er ist immer noch in meinem Kopf. Und bis heute denke ich, ich könne alles. Warum haben Sie sich, die ja nur auch aus einem guten Elternhaus kommt, eigentlich geregelte Verhältnisse, dann doch für einen anderen Weg entschieden? Sie haben Glück, dass Sie mich damals nicht kennengelernt haben, sonst wäre Ihr Weg sicher anders verlaufen. Ich war einfach sehr suggestiv und übte großen Einfluss auf Menschen aus. Das Ganze hatte etwas Märchenhaftes. Ich habe aus einer bestimmten Sicht die Kriminalität betrachtet und Ihnen hätte diese Sicht dann auch gefallen. Sie hätten Ihre alte Sicht einfach über Bord geworfen. Na kriminal, onda bih ga na neki način abolirali.
Wann ist sie das erste Mal emporgekrochen, diese dunkle Seite? Als ich das erste Mal in Kontakt kam mit dem kriminellen Milieu, da ist in mir die dunkle Seite geweckt worden. 1995. Oliveira spielt Basketball in Athen. Die erste Tür zu dieser Welt öffnete sich durch meinen Ex-Mann, mit dem ich meinen Sohn Nikola habe. 1995 habe ich ihn kennengelernt und mich sofort in ihn verliebt. Er war charmant, er war besonders. Und das ist er auch heute noch. Die erfolgreiche Basketballspielerin vergöttert ihren neuen Freund. Die beiden kennen sich nicht einmal ein Jahr und heiraten. Sohn Nikola ist da schon auf der Welt. War Olivera Djokovic nicht bewusst, dass sie einen Verbrecher heiratet? War es ihr egal oder lag darin für sie sogar der Reiz? Ich bin ja nicht dumm oder naiv. Ich habe gemerkt, dass der Mann an meiner Seite kriminell ist. Und er hat mir auch nach einem Monat ganz offen erzählt, dass er der Kriminalität nachgeht. Und was soll ich sagen? Das Schockierendste daran war, dass es mir nichts ausgemacht hat. Hat Olivera von Anfang an geahnt, welche Möglichkeiten ihr das kriminelle Milieu ihres Mannes bieten? Denkt sie vielleicht schon 1995 an ein Leben und ein Auskommen nach der Profi-Basketballkarriere? Bei Frau Olivera ist es ja so, dass sie aus einer bürgerlichen Sozialisation kommt. Und dann lernt sie einen kriminellen Mann kennen, für den sie sich begeistert. Und sie selber fühlt sich im Grunde in dieser Person ein Stück weit gespiegelt, weil diese Person einen Zugang zu einem Lifestyle ermöglicht, der sehr glamourös ist, der mit sehr viel Geld zu tun hat, der sehr aufregend ist. Und sie selber bringt eine Menge an Fähigkeiten mit, um letztendlich sehr talentiert einzusteigen. Hast du als Profisportlerin genug Geld verdient? Oder war die Entscheidung, kriminell aktiv zu werden, auch dadurch geprägt, dass du mehr Geld verdienen wolltest, mehr Reichtum anhäufen wolltest? Ich habe gut verdient. Es war die Zeit des Embargos. Ich erinnere mich, 5 Mark war hier ein normales Monatsgehalt und ich bekam 5000 Mark. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe Medaillen und Titel durch den Sport bekommen. Ich war finanziell abgesichert. Klar hätte es sein können, dass das schnelle Geld im ersten Moment einen Reiz ausübt. Aber nein, nicht bei mir. Mich hat vielmehr die Macht gereizt. Kriminell zu sein, sein Land zu verlassen und Geld im Überfluss zu haben, bedeutet nicht nur Reichtum, sondern auch Macht und Freiheit. Ein Gefühl, das ein Geschäftsmann niemals gehabt hätte. Eine reale Freiheit, die ein Businessman, ein bogater Mensch niemals denken kann.